Hallo und willkommen auf dem aktuellen BTR-Server mit Batch 5.2. Wir befinden uns bei Horridon, das ist der zweite Boss aus der neuen Raid-Instanz. Und wie ihr hier sehen könnt, befinden wir uns in einer Art Arena, wo wir gegen einen riesen Saurier kämpfen müssen und dieser während des Kampfes immer wieder Unterstützung von Adds bekommt. Die Adds kommen aus den Toren, welche ihr hier überall erkennen könnt. Und zusätzlich zu den kleinen Adds kommen noch größere, welche praktisch von den Tribünen runterspringen, aber dazu nun gleich mehr. Wie ihr hier sehen könnt, bullen wir den Boss mal ganz normal. Ihr müsst hier sehr darauf achten, nicht vor ihm oder hinter ihm zu stehen, da der Schwanz sowie der Kopf eine Art AOE-Damage nach vorne und nach hinten macht. Das werdet ihr nun gleich sehen. Das Ganze wird mit einem roten Kreis markiert. Und nun seht ihr den roten Kreis und solange ihr da nicht drin steht, kann euch soweit nichts passieren. Somit muss praktisch nur der Tank, also der Tank darauf achten, wenn dieser Sweep kommt, einen kleinen CD anzuhaben oder sich danach einfach gegenzuheilen. Sobald der Kampf gestartet ist, dauert das ein bisschen, dann wird ein zufälliger Spieler von dem Boss angecharged. Hier müsst ihr dann praktisch einfach nur rauslaufen und euch von dem nicht treffen lassen. Ihr hier sehen könnt, kommen auch schon bereits die ersten Adds angelaufen. Es wäre natürlich hier vernünftiger, den Boss direkt bei dem Tor zu denken, wo die Adds rauskommen. Da ihr, sobald ihr ein paar Adwellen überlebt habt, spawnt eine große Kugel. Die seht ihr dann später nochmal und mit dieser Kugel die kann angeklickt werden und dann wird der Boss für eine kurze Zeit übernommen und stürmt dann praktisch auf das Tor zu und schließt es dadurch. Also das müsst ihr dann mehrfach machen, bis alle Tore geschlossen sind. Und wenn alle Tore geschlossen sind, startet eine Art B2 und dann müsst ihr nur noch den Boss töten. Hier ist es mal ganz wichtig, in dem Kampf auf die Positionierung zu achten, denn wie ihr sehen könnt, kommen diese Wirbeln am Boden. Die werden von den Adds verursacht, daher solltet ihr ein gutes AOE-Setup mitnehmen, damit die Adds relativ schnell sterben. Und diese Wirbel, welche hier am Boden seht, die machen so circa 100.000 Schaden pro Sekunde, wenn ihr hier drin steht oder durchläuft. Und diese spawnen während des gesamten Kampfes nicht mehr. Also sie spawnen nicht mehr, daher müsst ihr auf die Positionierung achten und der Raid sollte versuchen, diese außerhalb abzulegen. Also wir waren der Meinung, die spawnen auf Spielerposition. Des Weiteren kommt noch relativ hoher Rage-Schaden, wenn die Adds nicht schnell genug sterben. Daher solltet ihr vielleicht am Anfang mit drei Heiler spielen. Nicht nur aufgrund der reinen Heal-Leistung, sondern da die Adds auch Debuffs setzen und diese Debuffs dispelled werden müssen. Und hier habt ihr das Problem, dass die Debuffs nicht nur Magieeffekte sind, sondern es gibt natürlich auch Gift und solche Sachen. Und das kann nicht jeder Heiler dispellen. Daher müsst ihr darauf achten, wenn ihr das Setup für den Boss zusammenstellt, dass ihr praktisch eine Klasse dabei habt, welche in der Lage ist, dann auch diesen Debuff hier zu dispellen, da der Gift-Debuff sehr schnell hochsteckt und dann wirklich sehr, sehr viel Schaden verursacht. So, das war's nun mal mit unserem ersten Try. Wie ihr sehen könnt, hatten wir das mit dem Add-Control noch nicht ganz so gut hinbekommen. Und nun geht's hier gleich weiter mit dem zweiten Try. Wir sehen, man zieht den Boss sehr schnell auf die angeforderte Position, also zum Tor, damit man das dann mit den Adds besser koordinieren kann. Und es muss einfach jeder im Raid darauf achten, sobald der Kreis markiert wird, dass er dort rausläuft. Das ist im Prinzip nichts anderes wie bei Garalon mit dem violetten Kreis, wo man halt nicht drinstehen darf. Und dann konstant die Adds zu töten. Neben den ganzen kleinen Adds gibt es auch jeweils immer ein großes. Das ist ganz gefährlich. Das muss sofort gemarkt werden und sollte schnellstmöglich sterben. Dieses große Add kann auch gekickt und interrupted werden, um somit den Schaden auf den Raid etwas zu minimieren. So, wir haben nun
mal einige Ads getötet. Und wie ihr hier sehen könnt, sobald das große Ad stirbt, das spawnt eine Kugel. Unser Hexer bedient diese Kugel nun gerade und übernimmt praktisch kurzzeitig den Boss. Und dieser stürmt nun aufs Tor und zerstört dieses. Worauf ihr achten solltet, ist, der, der die Kugel übernimmt, kann sich 7 Sekunden lang nicht bewegen. Sprich, sollte die Kugel in einem Wirbel sein, so benötigt er einen sehr starken Cooldown. So, nun geht es direkt weiter zum nächsten Tor. Dort beginnt das Ganze wieder von vorne. Also jetzt kommen wir Ads, jetzt müssen wir die Ads töten. Und sobald diese down sind und das große Head down ist, gibt es eine neue Kugel, die nutzt ihr und der Boss closed dann das Tor. Wenn ihr es geschafft habt, alle Tore zu closen, dann beginnt praktisch die nächste Phase. Und es kommt zu dem Boss, also zu dem Riesen, noch ein weiterer Mob hinzu. Diesen müsst ihr dann praktisch mitdotten und damagen. Und ihr solltet aber zuerst den Boss selbst töten, denn wenn ihr den Mob tötet, welcher den Feind später joint, so enrage der Boss selbst. So, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick geben, was euch erwartet mit Patch 5.2 bei diesem Boss. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Wir werden versuchen, die so schnell wie möglich zu beantworten. Und in unserem Channel findet ihr noch andere Videos, welche wir zu Patch 5.2 auf dem PTR angetestet haben.